Moin miteinander und herzlich willkommen hier am Abend im Pokémon-Nationalpark mit unglaublich beruhigend schöner Musik. Wir haben beim letzten Mal Bianca gezeigt, wo der Hammer hängt und sie total fertig gemacht und Mischugi entwickelt. Oh, die Musik ist aber schon irgendwie cool, nett, ne? Schon irgendwie ganz, ganz sympathisch hier. Genau, und jetzt werden wir weiterziehen und auf dem Weg dahin noch ein paar Pokémon-Trainer hier plätten. Denn was wäre Pokémon ohne Pokémon-Trainer plätten? Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Ja. Gurimunika möchte kämpfen und Jigda Mirapla. Ich weiß gerade gar nicht, wen ich vorne habe. Ah, Toto. Das ist jetzt eigentlich nicht so klug, aber auch nicht so schlimm. Weil normale Attacken machen auch normalen Schaden und normaler Schaden reicht völlig gegen ein Mirapla. Jo, und das macht keinen Schaden und deswegen können wir einfach weiter draufkluppen. Okay, 199 Erfahrungspunkte für Toto und das ist schon Level 17. Und Giftpuder. Giftpuder ist geil. Das ist schon echt eine coole Attacke. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwas. Was? Hä? Ich habe mich gerade einfach verklickt. Und ich will nicht. Soll eine Attacke vergessen werden? Ja, mal gucken. Eigentlich Wickel benutze ich so wie es. Wir machen mal Wickel weg. Entschuldigung, weil dann Giftpuder ist schon ziemlich cool. Weil es macht einfach derben Schaden. Ja, Tragosso würde ich mal sagen, ist gefundenes Fressen. Oh, ich habe in der ersten Gen Tragosso total geliebt. Aber ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, Sichlor ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Immer noch. Auch wenn es so viele mittlerweile gibt, finde ich Sichlor immer noch am coolsten. Der einzige, der da noch mithalten kann, wäre Sherox, also die Weiterentwicklung von Sichlor. Aber nee, Sichlor ist schon mit der coolste. Doch, auf jeden Fall. Monika wird besiegt. Ach, schade, das tut mir leid. Nicht. Oh, ein wildes Pokémon. Was mag es nur sein? Es ist ein Noctu. Hotot. Noctu ist die Weiterentwicklung. Da habe ich gerade ein bisschen gepennt. Und ja, Hotot ist eine Eule und ich werde mir lustigerweise auch bald ein Hotot fangen. Vielleicht sogar jetzt in diesem Part, wenn das nächste Hotot weiblich ist. Weil ich habe nämlich schon eine Idee, wer Hotot sein könnte. Aber leider gibt es hier nur männliche Hotots. Die machen hier scheinbar eine männliche Kommune auf. Wir gehen mal ganz kurz und wechseln das Pokémon an der Spitze. Kuzu. Einfach nur für Erfahrung und weil Kuzu niedlich ist, machst du jetzt einfach diesen Kampf, Kuzu. Wir bewundern unsere Pokémon auch, wenn sie uns nicht mögen. Das macht eben wahre Fans auf. Wie, wenn sie euch nicht mögen oder wenn ihr sie nicht mögt? Hä? Ich glaube, ich habe es nicht gereiht, was er mir sagen wollte. Und hat er auch einen Snowball? Oh, Raichu. Okay, das ist ziemlich schnell entwickeltes Raichu, würde ich mal sagen. Und Kuzu, das tut mir leid. Aber ich würde mal sagen, das macht Leichy. Und eine Glut. Und mal schauen, wie viel das abzieht. Aber dürfte wahrscheinlich ordentlich sein. Oder auch nicht. Donnerblitz tut weh. Das ist. Warum hat er gerade keinen Donnerblitz gemacht? Verstehe ich nicht. Ja, komm, noch eine Glut. Irgendwie ist das gerade ein bisschen blöd. Ich habe das Gefühl, dass das Raichu ein bisschen zu stark ist. Ja, das war's mit dir, Leidy. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber ich möchte gerne das Oh! Und der hat auch noch eine Beere. Ich möchte eigentlich, dass Kuzu die möglichst viele Erfahrungspunkte bekommt. Und ja, das tut mir jetzt echt ein wenig leid. Aber nicht so viel, dass ich schlecht schlafen würde. Dann würde ich mal sagen, einfach nur Andi, unser Joker, weil das Elektro irgendwie blöd ist gegen was. Also, das ist einfach. Ne, Andi ist einfach prädestiniert dafür. Ja, mit der 8. Das war's dann auch mit dir, Raichu. Und Leichy ist leider besiegt worden. Aber ich wollte Kuzu so viel Erfahrung wie möglich geben. Mein Pokémon ist tot, du Schuft. Okay.
So, jetzt werden wir uns ein Rotot fangen. Und zwar ein weibliches, weil ich gerade Bock drauf habe und ich weiß auch schon, wie ich es nennen werde. Ich kenne nämlich jemanden, der Eulen ein wenig, klein wenig mag. Und da würde das natürlich super passen und das wäre natürlich, ist natürlich jetzt das Konkurrenz-Pokémon zu Mischugi. Na klar, also wenn ich Rotot mitnehme, nehme ich nicht Mischugi mit und umgekehrt. Das ist ja wohl logisch. Erstmal werde ich noch einfach mit Mischugi weiter herumrennen, aber irgendwann werde ich dann mal Rotot nachleveln und dann geht's los. Dann ist auch mal ein bisschen durchgeswitcht. Ich hatte ja schon gesagt, ich switch ein wenig im Team, so dass jeder mal drankommt. Und ich finde einfach kein weibliches Rotot. Ah, super, ich finde ein weibliches Rotot. Und dein Spezialangriff müsste so minimal wenig Schaden machen, dass das eigentlich reichen dürfte. Ja. Jetzt hatte ich mir nämlich schon überlegt, dass wenn das so nicht geht, dann geht das so. Vielleicht reicht ein Pokéball. Rotot ist jetzt nicht so die obermega selten krasses Pokémon, sondern eher so ein bisschen. Oh, es reicht aber nicht. Gesicht ist irgendwie, habe ich irgendwie auch noch nie. Könnt ihr mir mal erklären, was Gesichte macht? Das habe ich auch noch nie verstanden. Machen wir nochmal eine Aquaknarre, das wird es ja schon nicht umbringen bei dem Spezialangriff. Richtig. Oh, jetzt fängt es sogar mal anzugreifen. Das finde ich krass. So, hier jetzt aber. Pokéball, Flieg und Sieg! Im allerschlimmsten Fall müssen wir es mit Todo nochmal einschläfern, aber ich glaube nicht, dass es nötig sein wird. Wow. Okay. Wisst ihr was? Dann schläfern wir es einfach nochmal ein. Nur weil wir es können. Und dann haben wir, glaube ich, aber wirklich alles gemacht, was man machen kann. Ja, ist ja gut. Gesichte. Hätte ich nicht gedacht, dass das so hart wird, Rotot einzufangen. Also, Respekt. Ordentlicher Kampf. So, ein schlafendes, halb kaputtes, am verblutendes Rotot. Und jetzt Pokéball und los. Los, Rotot. Los, bleib drin. Ja, toll, Mann. Rotot wurde gefangen. Rotot, ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Rotot ist obvious eine Eule und ist klein und schwer. Ja, so schwer ist er auch nicht. Sein Zeitgefühl ist perfekt. Was auch immer passiert, es behält den Rhythmus, da sein Kopf wackelt. Möchtest du Rotot einen Spitznamen geben? Ja, aber sowas von Rotot alias Juli. Du wolltest nicht Julina, sondern Julinchen, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn das passt, dann werde ich dich auch so nennen und es passt. Julinchen. Einfach nur, damit es niedlicher klingt. Ja, liebe Julina, liebe Ela, du bist mit im Team und du bist eine Eule. Ich hoffe, eine Eule ist angenehm und gut für dich. Also für mich passt's. Und du kommst dann halt mit ins Team, wenn ich sage, so, Mischugi, jetzt Pause und dann bist du quasi dran. Okay, nächster Trainerkampf. Wen haben wir denn vorne? Robert, ich will eigentlich Kuso vorne. Leidi, das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass du jetzt einfach so besiegt hier mit rumläufst, aber keine Sorge, wir sind bald wieder im Pokémon Center. Rob, stops. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Oh, Psycho-Pokémon. Ich mag Psycho-Pokémon. Psycho-Pokémon sind voll cool. Es sei denn, es ist Abra. Abra ist voll schwach. Ich würde sagen, das kriegt Kuso auch alleine hin. Ich mach mal ein Metronom nach oben. So. Ja. Ich hoffe, Kuso, du machst halbwegs anständige Attacken, aber das sah schon mal gar nicht schlecht aus. Und ich glaube, ich muss dir einfach mit der TM irgendwas Sinniges beibringen. Willensleser, ach komm. Wir gucken mal, ob Kuso es schafft, mit seinen 10 Metronomen einen Abra zu töten. Krass! So kurz davor! So kurz, noch ein Abra. Nee, komm, das kriegt Kuso auch noch hin. Und Metronom.
Vielleicht braucht er ja keine 3 Metronomen. Einfach nochmal eine Normalattacke. Oder irgendwas, was krass ist. Das mag ich übrigens am Metronom nicht. Ich glaube, ich bringe dir einfach jetzt gleich... Jetzt macht er Schaufler. Wie geil ist das? Es ist so... Also, falls ihr euch fragt, warum hast du ihm seit 3 Parts keine anständige Attacke beigebracht? Ich liebe Metronom, weil das so random ist, was als nächstes passiert. Oh, das ist ja blöd gelaufen. Naja, komm, du hast noch 5 Metronom. Mal gucken, was da jetzt noch bei rauskommt. Ach komm, triff doch mal. Ich hab gleich keine Attacke mehr. Das wäre blöd. Och, Kuso! Mann! Ah, nervig! Matschbombe. Kann ich jetzt hoffen, dass er vergiftet wird? Wird vergiftet? Ja! Damit hat Kuso den auch. Es ist immer ein bisschen anstrengend, der Kampf mit Kuso, aber es lohnt sich. Weil es einfach total cool ist. Und einfach kann ja jeder, ne? Cool. Das war gegen Ende ein richtig geiler Kampf. Muss man schon so sagen. Respekt, Kuso. Und Kadabra schaffst du leider nicht, aber du bleibst trotzdem einfach mal drin. Nur für die Erfahrung, weil Kadabra gibt viel Erfahrung. Und das Ganze macht mal Robat mit seinem unglaublich starken Spezialangriff. Ja, Konfusion. Ich hoffe, das macht nicht allzu viel Schaden, obwohl der Spezialangriff von Kadabra einfach überirdisch ist, wollte ich sagen. Und ja, er ist überirdisch. Mal gucken. Oh, geil. Bitte mach nochmal irgendwie so einen Quatsch. Ja, super. Und jetzt triff. Perfekt. Das war zwar auf Risiko, aber hat sich gelohnt. Kriegen meine ordentlich Erfahrungs... Erfahrungs... Jack, ich habe mich wohl sehr verschaut. Oder was auch immer ich gesagt habe mit meinem französischen Akzent. Haha, ich wusste, dass der da steht. Deswegen quatsch ich den von hinten an. Dank meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit. Ah ja, ah ja, ah ja. Da bin ich mal gespannt. Ob er wirklich für jedes Pokémon mit einem. Ein Tongela! Da wäre natürlich Lighty jetzt geil, richtig gut, aber Lighty geht gerade nicht. Deswegen nehmen wir... Irgendwie ist mein Team ein bisschen angeschlagen, habe ich das Gefühl. Das erste Mal mit Meshuggy als Tauboga. Und ihr werdet sehen, sie haut einfach noch mehr rein als sowieso schon. Das ist der Wahnsinn. Umklammer mich ruhig. Das macht mich Schuggi gar nichts. Kawumps. Juhu, Volltreffer. Level 15, das ist gut. Achso, und ich habe vergessen, ich wollte Kuso ja noch eine anständige Attacke beibringen. Das werden wir so gleich mal erledigen. Ups, ein Fehler in meiner Berechnung. Definitiv, mein Kleiner. Und wir gucken mal kurz, was er lernen kann. Was haben wir denn dabei? Wir haben Weißer Kopfnuss, Lockduft, Schaufler, Anziehung, Zornklinge, Zerschneider. Ich würde mal sagen, die Kopfnuss ist eine gute Normalattacke. Ich hoffe mal, dass Kuso die auch lernen kann. Erledigt. So, damit hat er mal eine nicht ganz so random Attacke. Das war, glaube ich, auch einfach mal bitter nötig. So... So und so. Gucken wir mal, ob es bei dem noch passt. Slam kommt mal eindeutig nach oben. Hier passt. Das passt auch. Ja, passt. Passt auch. Und das war's. Gut, die Attacken passen soweit. Und jetzt kommt ein Pokémon, was man tatsächlich nur ein einziges Mal im ganzen Spieldurchlauf kriegen und somit nur ein einziges Mal im ganzen Spieldurchlauf die Möglichkeit hat, es zu fangen. Aber ich finde ehrlich gesagt das Pokémon total scheiße, deswegen werde ich es nicht fangen. Das ist ein merkwürdiger Baum, möchtest du die Schickikanne benutzen? Aber natürlich. Lupus benutzt die Schickikanne. Der merkwürdige Baum mag die Schickikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Das ist wirklich ein sehr merkwürdiger Baum, der angreifen kann. Ein Mogelbaum. Ein Pokémon, das so tut wie ein Baum, ist aber kein echter Baum. Ich finde das irgendwie einfach so...
Weiß nicht, ich möchte einfach keinem von euch antun, ein Mogelbaum zu sein. Ehrlich gesagt. Weil Mogelbaum ist einfach in meinen Augen einfach scheiße. Also der ist ein gutes Pokémon, ist stark und blabliblub. Aber es ist einfach nur, meh. Muss ich einfach mal random einen Superball werfen und den einfach auf der Box ver... Ich kann euch natürlich jetzt nicht fragen, weil diese Folge erst in knapp einem Monat online kommt. Ja, wir fangen ihn einfach mal. Nur um zu gucken... Ja, komm, wir fangen ihn einfach mal. Nur um zu gucken, ob ihr ihn haben wollt. Und wenn ihr sagt, nee, ich finde das scheiße, dass du ein Pokémon hast, was du keinen Spitznamen gibst und so und so und so, ne? Dann lasse ich ihn einfach wieder frei, ne? Ich würde sagen, das ist ein Deal. Dann könnt ihr nämlich auch noch ein bisschen warten. Zerschneider dürfte überhaupt keinen Schaden machen. Ja, überhaupt keinen Schaden trifft es wirklich. Aber ich würde ihn gerne in den roten Bereich kriegen, ohne zu töten. Das wäre mir schon ein Anliegen, wenn ich ihn wirklich jetzt fangen will. Und ich habe nicht mehr so viele Bälle, wie ihr gerade gesehen habt. Könnte ich mir auch mal wieder welche kaufen, ne? Aber habe ich wieder volle Kanne... Oh, das war ein Volltreffer. So, Mogelbaum pennt und jetzt werfen wir mal einen Superball und ich hoffe mal, das reicht einfach. Wir haben echt nicht mehr viele Bälle. Falls es jetzt mit den Bällen quasi einfach nicht reicht, dann... Pff, dann hat sich das auch erledigt mit Pokémon Random Fangen. Ja. Kriegst noch einen Zerschneider ab. Turboball und Köderball sind natürlich jetzt die unidealsten Bälle, die man dabei haben kann, aber ich hatte eigentlich, bis ich vorhin gesagt habe, Mensch, ich könnte ihn ja doch fangen, gedacht, ich fange das Pokémon nicht. Okay, toll, Mann, mein Mogelbaum wurde gefangen. Mogelbaum, neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Und falls von euch jemand unbedingt ein Mogelbaum sein will, also typtechnisch wäre das quasi dann Andi-Austausch sozusagen, also für Andi würde der dann ins Team kommen. Falls aber jemand von euch unbedingt jetzt ein Mogelbaum sein will, kann ich dem immer noch einen Spitznamen geben. Keine Sorge. Es tarnt sich als Baum, um nicht angegriffen zu werden. Es hasst Wasser, darum läuft es bei Regen weg. Möchtest du? Nein. Du kriegst mal keinen Spitznamen und gehst auf Bills PC. Vielleicht kann ich die Trainer hier umfahren, genau, aber dich nicht. Dann nehmen wir dich nochmal mit. Ich möchte nämlich jetzt eigentlich möglichst bald in die nächste Stadt kommen. Pokémon kann nicht agieren, wenn sie schlafen. Ich werde dir zeigen, wie furchterregend das ist. Du weißt schon, dass ich Todo vorne habe. Wahrscheinlich weiß er es nicht. Dann wird er es gleich lernen. Und es ist ein Traumato. Und, also ich könnte es jetzt direkt angreifen, ne? Aber irgendwie habe ich Bock einfach mal... Schade, es hat keine Wirkung. Das hat natürlich Wirkung. Mist! Aber genau aus diesen Gründen habe ich Hyperheiler dabei. Giftstich könnte ich auch jemandem einbeibringen, aber im Moment... Ah, ich habe auch einen Aufwecker. Wann habe ich den denn gefunden? Oh, das war gut. Traumfresser ist eine übelst starke Attacke. So, jetzt zeige ich dir mal, wie frustrierend das ist, wenn ein Pokémon eingeschlafen ist, mein Lieber. Dieses Spielchen können wir nämlich auch zu zweit spielen. Das ist überhaupt kein Schaden, so ein Mist. Immerhin ein bisschen mehr. Wir machen jetzt einfach mit Zerschneider weiter. Einfach mit Zerschneider weiter. Ein Glück ist der Normalangriff von Todo ordentlich zu brauchen. Ich will euch mal jetzt einen Traumfresser zeigen. Todo, tut mir leid, du bist jetzt gerade ein Versuchsobjekt, aber das ist eine ziemlich coole Attacke. Zumindest finde ich die Animation ziemlich cool. Achso, ist gar nicht die coole. In der ersten Generation war die Animation ziemlich cool. Das war Traumfresser. Die ist extrem hart, oder? Ja, aber dafür muss man natürlich erst Hypnose und dann Traumfresser machen. So, jetzt habe ich mittlerweile mein halbes Team umgebracht. Ich würde sagen, es wird echt Zeit, dass wir langsam in die nächste Stadt kommen. Das war eine sehr verlustreiche Folge, würde ich mal sagen. Ja, Mishugi hat keinen Bock zu schlafen. Ich glaube, er ist einfach noch nicht an der Zeit. So, das war's mit ihm. Ja, wir wollen ja alle auf Level 20 nachkriegen, von daher ist das schon okay. Level 19 ist noch zu verkraften. Ich habe verloren, wie betrüblich. Ja, das tut mir auch leid. Mir tut's vor allem leid, dass du Todo eins ausgewischt hast, weil ich so toll aufgepasst habe. Ach, guckt einmal, schaut. Den habe ich beim letzten Mal, vorletzten Mal gesucht.
Hi, ich bin Bill und wer bist du? Lupus, du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Bin soeben an der Arbeit mit der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeitkapsel ermöglicht auch Tauschhandel mit der Vergangenheit, aber du kannst nicht mit der Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du es als versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden Zeitkapseln in allen Pokémon-Center zur Verfügung stehen. Ich muss jetzt zurück nach Dukatia City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüssis! Langer Dialog war lang. Genannt! Ja, die Zeitkapsel können wir natürlich nicht nutzen, weil wir, was soll ich sagen? Zeitkapsel können wir natürlich nicht nutzen, weil ich mit dem Emulator spiele. Und beim Emulatoren gibt es keine Tauschoptionen. Deswegen wird unser Andi auch nie ein Georatz werden. Ich glaube, ich klaue mir jetzt einfach mal den Detektor. Und dann mache ich für diese Folge auch schon wieder Schluss. Du hast den, ne? Ah, suchst du mit deinen Pokémon nach Abenteuern? Was wäre ein Abenteuer ohne eine Schatzsuche? Habe ich recht? Ja, du hast recht. Gut, du trägst den wahren Abenteuergeist in dich. In dir, in das, in sowieso. Das mag ich. Nimm das. Nimm das! Und lass mich in Ruhe! Manchmal liegen Items herum, die man leicht übersieht. Setze Detektor ein, um Items absolut näher befinden. Bla bla, exakte Fundgrube. Selbst bla, Turmruin, Teak City. Ah ja, wir sind übrigens gerade in Teak City. So, das ist die Arena von Teak City, die Gift-Pokémon einsetzt. Was ist hier? War hier noch irgendwas Wichtiges? Nein. Gut, dann gehen wir mal kurz in den Markt, bevor ich das vergesse, und kaufe mir Pokebälle! Pokebälle! Und nochmal Pokebälle! Ich werde wahrscheinlich Superbälle kaufen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Zehn Stück reichen erstmal. Gut, damit haben wir soweit alles erledigt. Ich werde beim nächsten Part nochmal nach Dukatia City gehen und ein Teammitglied abholen. Derjenige weiß bestimmt schon Bescheid, weil er totaler Profi ist. Und dann werden wir uns hier in Teak City ein wenig umschauen, was diese Stadt denn zu bieten hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao!